Projekt X. The Heterodyne High Quality Sound Recreation Explosion. For your personal diffusion process. Psychological power pressing mission assassination. So, das Gerichtsverhandlung Öse gegen, was haben wir da? Vertreten durch einen, auf jeden Fall durch einen Magister? Friedler. Kann das nicht lesen, Friedler, Magister Friedler. Friedler. Fall 1-12-16, Kanzleinummer 34, Öse gegen Riedler. Entschuldigen Sie bitte, Friedler gegen Öse. Friedler. Ja, aber ich, Herr Magister. Ich, na, Moment. Herr Magister, ich bin ja nur beim Verlesen. Da brauchen wir ja noch keinen Einspruch. Ja. Ne? Also, unter Kollegen. 1, 2, 3. Also, Friedler gegen Öse. Wenn ich mir das Ding verlese, kurz das Protokoll. Die beklagte Partei Öse. Der Herr Öse vertritt sie selber. Ja, also wenn es geht, also ich, wenn der Herr Magister mich bitte unterstützen könnt. Aha, gut. Gut, werden wir schauen, wie das ist, Öse. Also Einspruch. Und Friedler. Einspruch. Einspruch. Zum Beispiel, hey, kommst du öfters daher? Moment. Moment. Oder zum Beispiel, scharfer Zahn. Aus, sonst lasse ich den Saal räumen. Ich sehe gerade als Hauptmann. Ja, Herr Öse, folgende Spielregeln. Bitte nur reden, wenn Sie gefragt sind, sonst ist das eine Obliegenheitsverletzung gegen die Verfahrensvorschriften und ich muss Sie abmahnen. Das will ich nicht, das ist nicht gut für Sie. Drum, bitte, nicht, kein Problem, aber hier nicht auf lustig, das ist eine ernste Angelegenheit, die Republik bzw. der Herr Friedl gegen Öse. Und wenn ich vorlese aus dem Protokoll, darf ich vortragen, da geht's um einen Schokolade-Diebstahl. Diebstahl, im Privatbereich. Vielleicht, Herr Magister Friedl, dass Sie uns das kurz noch mal aufs Tapet bringen und dass wir dann schauen, dass wir weiterkommen. Ne? Soweit Sie sich, hohes Gericht, an die Vorverhandlung erinnern, geht es um folgenden Fall. Am 27.02.2003. Was für Vorverhandlung? Geht es um eine Vorschule oder was für? Nein, eine Vorverhandlung. Achso, die Vorverhandlung? Die vorher schon stattgefunden. Ja. Es hat am 28.09.2003 eine Vorverhandlung stattgefunden. Wer war der Richter? Das war die Frau Dr. Siebengescheid. Die Frau Dr. Siebengescheid. Naja, gut. Na, da kann ich mich ja auf einiges gefasst machen. Sagen Sie mal, was hat denn die Frau Kollegin Ehrenwerte? Was ist denn da jetzt? Also, bei dieser Gerichtsverhandlung, wenn ich mal kurz den Fall darlegen darf, wurden bitte, die bitte Vorkommnisse dann von 27.02.03 besprochen. Der Angeklagte Bernhard Öse befand sich im Rahmen seiner Familie und es lag eine Schokolade am Tisch. Und es ist bis heute nicht geklärt, in wessen Besitz diese Schokolade war. Jedenfalls wurde nach dem Abendessen um ca. 19.37 Uhr, 19.38 Uhr, wurde die Schokolade entwendet. Laut Anklageschrift steht der Angeklagte in Verdacht, diese Schokolade entwendet zu haben und sie verzehrt zu haben, und zwar ohne was überlassen. Ohne Fragen. Herr Öse, bekennen Sie sich schuldig? Ich nehme an, ja. Nein, unschuldig. Ich will einen kurzen Prozess machen. Bitte? Was war? Ich habe nicht verstanden, Herr Öse. Unschuldig. Unschuldig? Ja. Das macht es komplizierter, aber wenn Sie wirklich davon überzeugt sind, ist das berechtigt. Ich habe die Schokolade gegessen. Gut, Moment. Wenn ich das polizeiliche, Moment. Entschuldigung. Wenn ich das polizeiliche Protokoll der Aufnahme vom 27.02.2003, wer hat überhaupt Anklage erhoben, bitte? Anklage. Weil wo kein Kläger, da kein Richter. Ne? Wenn es gar keine Anklage gibt, muss ja die gar nicht da sein. Naja. Die Anklage erhoben hat die Mutter des Angeklagten, und zwar Sieglinde Öse. Sie ist, und Sie vertreten die Frau?
Öse. Ich vertrete die Mutter sozusagen vom Angeklagten. Ich vertrete die Mutter des Angeklagten, die allerdings nicht in Österreich wohnt, sondern in den USA, in Michigan. Und sie heißt war Michigan. Michigan. Und sie war zu dem Zeitpunkt auch nicht in Österreich. Aber sie behauptet, dass sie im Besitz dieser Schokolade stünde und der Angeklagte die Schokolade mit dem Taschengeld gekauft hat, das sie dem Angeklagten zur Verfügung stellt, bei einer internationalen Schecküberweisung, und der Angeklagte habe dieses Geld nicht rechtmäßig verwendet und dann die Schokolade, die eigentlich dadurch, dass das Taschengeld von der Mutter gekommen ist, im judikativen Sinn nicht im Besitz des Angeklagten steht. Und wir müssen gleich eine ganze Sammelklage einbringen für die ganze Schokolade, was in Österreich aufgefressen wird. Und das ist ja, ich freue mich nicht sehr über solche Anklagen, Herr Kollege. Wenn ich Sie informieren darf, was die Frau Dr. Siebenscheid in der Vorverhandlung beschlossen hat. Es war das Urteil lautet auf vorschuldig. Und 18 Jahre Einzelhaft. Einzelhaft, allerdings in einer Zelle mit einem Schwein. Das ist interessant, aber hat natürlich keinen Einfluss auf die Entscheidung dieses Gerichts. Angeklagter, wissen Sie noch, was Sie zu gegebenen... könnten Sie, Herr Öse, ja, könnten Sie bitte die Finger überqueren? So über Kreuz gehen, das ist nämlich jetzt ein Kreuzverhör. Mhm. Hören Sie mich richtig? Wie bitte? Hören Sie mich richtig? Nein. Sehr gut, dann ist es ein richtiges Verhör. Wo waren Sie, wie war das aus Ihrer Sicht damals? Wo war die Schokolade? Ich habe die Schokolade, die ist gelegen auf dem Tisch. Als ich den Raum betrat, es muss gegen 1937 gewesen sein, lag eine Schokolade am Tisch. Einspruch, euer Ehren. Was gibt's? Um 19:37 Uhr war laut Anklageschrift die Schokolade bereits verschwunden. Ja gut, laut Anklageschrift. Ich meine, der Zeitpunkt ist für mich jetzt eigentlich sekundär. Herr Öse? Ja? Sie haben also die Schokolade noch gesehen, von 1937, und jetzt haben wir ein Nebensächlich für mich. Was geschah dann? Dann verließ ich den Raum wieder. Aha. Richtung Fernsehgerät. Und dann? Na, war Tom und Sherry. Und dann war die, Einspruch, die, war Ehren, die Schokolade Einspruch, weg. Einspruch? Ja. Zum Zeitpunkt der Straftat befand sich in der Wohnung der Familie Öse kein angemeldeter Fernseher. Ja, ungemeldeter, der ist plötzlich gekommen, spontan. Und was mich jetzt bei Ihrer Argumentation ein bisschen wundert, Herr Friedl, woher wissen Sie denn das alles, wenn die Klientin nicht einmal anwesend war? Ich habe verschiedenste Zeugen einvernommen und werde mir auch erlauben, mit Ihrer Genehmigung, Herr Rath, noch weitere auch Zeugen hier vor das Gericht zu zitieren. Ja, weil Sie wissen... Sie sind bereits gemeldet laut § 37a Absatz B9. Als Zeugen gelten halt wirklich nur solche vom Gericht bestimmten. Wenn Sie fragen um Auskunft, das ist, wie Sie sehr gut wissen, für mich null und nichtig. Wenn Sie die vorgesehenen Wege des Gerichts gehen, werden wir die Zeugen gerne zulassen. Wen wollen Sie denn als Zeugen anführen? Ich möchte als Zeugen anführen einen Freund von Bernhard Öse, Nikolaus Hammerschmidt. Warum? Was? Nikolaus Hammerschmidt ging im Zeitraum Jänner 2001 bis circa Oktober 2003 im Hause Öse ein und aus und war ein sehr guter Freund des Angeklagten. Allerdings haben sich der Angeklagte und Nikolaus Hammerschmidt, der als Zeuge hier vor Gericht erscheinen wird, zerstritten. Und wieso sollte es ein geeigneter Zeuge sein? Weil er die Verhältnisse in der Wohnung des Angeklagten sehr gut kennt. Aber ich weiß noch, dass die Schokolade da war und dann hat es wer andere gegessen. Herr Öse, haben Sie einen Verdacht? Ich oder eine Erklärung? Dass meine Mutter sie heimlich gegessen hat.
und jetzt Anklage erhebt. Ja, weil ich noch eine, weil ich so glaube, dass sie gratis noch eine kriegt. Einspruch, euer Ehren. Einspruch wegen unqualifizierter Vermutungsaussagen. Einspruch, euer Ehren. Ja, bitte, Herr Öse. Weil es nicht wahr ist. Ja. Einspruch, euer Ehren. Der Angeklagte hat keinen Notstand, Einspruch zu erheben. Deshalb ist es illegal. Einspruch, euer Ehren. Ja, bitte. Es ist nicht wahr. So, wenn Sie mich ansprechen, dann bitte mit Herr Roth, aber nicht, weil ich Indianer bin oder Herr Roth hat, sondern es steht für Herr Rath, nicht, weil ich das Rad erfunden habe. Da merke ich weigerlich, ich bin ja ganz witziger Typ. Sondern weil ich halt Hofrat bin. Ne? Das bedeutet nicht, dass ich... Hof? Genau. Sie sind auf meiner Wöhnlinge. Das also, bedeutet wirklich nicht, glaubt ihr es? Nein, vom Titel her, aber Spaß beiseite. Gerade, schauen Sie, Herr Öse, gerade, Sie sind mir sympathisch, aber entschuldigen Sie, Sie stehen schon mit einem Fuß im Verlies, mehr oder weniger, mit einem Fuß schon im Häfen. Also an Ihrer Stelle, ja, das ist fast der sprichwörtliche Galgenhumor. Ja, weil das Gehämmer, was Sie draußen hören, das ist nicht, das ist jetzt nicht, wie sagt der Hausmeister, wie heißt mein Hausmeister, Neuhochdeutsch? Der Facility Manager. Das ist nicht der Facility Manager, was ihn Aufzug repariert, sondern da wird draußen schon ein Schafott hergerichtet, ne? Echt? Bevor es schuldig ist. Aber da gibt es ja keine Todesstrafe mehr. Nicht offiziell. Inoffiziell schon? Inoffiziell sehr wohl. Inoffiziell sehr wohl. Aber so weit sind wir noch lange nicht. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass sie unschuldig sind, ne? Weil sie haben ja gesagt, sie waren sind und sie sind dann Fernsehen gegangen, ne? Achtung, Fangfrage. Was hat's denn gespielt im Fernsehen? Ich habe ein Video angeschaut von Tom & Jerry. Ein Video? Mhm. Das ist ein Pech. Hätten sie ferngeschaut und hätten sie gewusst, was dort war, hätte ich mir das ausheben lassen, hätte ich verifiziert, hätte man mehr oder weniger einen Beweis gehabt. Bevor das Video drin war, um 19:38 Uhr war Zeit im Bild. Das wäre überprüfen lassen. Aber nebenbei, ein Tipp von mir, nehmen Sie sich einen Anwalt, weil, wissen Sie, ich darf Ihnen nicht helfen und selber ist mir Laie und da weiß man nicht so, was muss man sagen und wie ist das. Ne? Der Herr Ding ist ein Profi, da haben wir schon. Bitte sehr, Herr. Der Staatsanwalt bittet um eine kurze Unterredung mit dem Angeklagten. Mit dem Angeklagten? Ja. Ich wisset jetzt eigentlich nicht noch was, durch was für Gesetzesstelle das gerechtfertigt war. Sie können eine Unterredung, Sie wissen das, dass wir drei uns kurz... Ich bitte um eine diskrete Unterredung mit den Angeklagten laut § 3340 Strafgesetzbuch Absatz 9, Angeklagter und Staatsanwalt Unterredung. Wollen wir den Einspruch, Herr Jan? Ja, bitte. Kommst du öfters hierher? Nein, das ist zum Beispiel deshalb, wie ich meine, Sie sollen Sie einen Anwalt nehmen, weil so ist es mit den Einsprüchen einfach nicht gemeint. Einspruch, euer Ehren. Bitte. Der Einspruch des Angeklagten war laut § 37a 9 nicht rechtskräftig. Mhm. Einspruch, euer Ehren. Ja, bitte, Herr Öse. Hast du Feuer? Na, jetzt haben Sie es. Er ist bemüht. Aber schauen Sie, es ist ja unfair. Der Herr Öse kennt Sie ja überhaupt nicht aus. Deshalb bitte, können Sie sich keinen Anwalt leisten, ne, Herr Öse? Nein. Naja, das ist schwierig. Nicht gut. Was war denn damals in der Zeit im Bild? Da war so ein Mann und eine Frau. Mhm. Und die haben... Wie haben die ausgeschaut? Ja, so, er hat auch gehabt einen Sakko mit Krawatte, glaube ich. Aha, der Brokal. Ja, oder ein Jüngerer vielleicht. Aha. Und die haben so über Sachen gesprochen, so Politik und solche Sachen. Na, wenn wir das ausheben lassen, und wenn das zutrifft, bin ich frei, oder? Naja, Moment. Aber dann haben wir zumindest eine Entlastung. Einspruch, euer Ehren. Ja, bitte, ja. Kollege. Der Angeklagte versucht, Einfluss auf das Hohe Gericht zu nehmen. Das ist ja sein gutes Recht, ne? Das werden wir mir nicht absprechen wollen, Herr Kollege. Sie sind Kollegen? Naja, im Sinne, wir sind beide Juristen.
Sozusagen ganz offiziell dürfte der Herr Staatsanwalt zu mir nicht Herr Kollege sagen, aber als Höhergestellter ist es sozusagen einfach kollegial, wie der Professor an der Uni zu den Studenten sagt, ah, Herr Kollege, ne? Wir haben das gleiche studiert, quasi recht. Wir waren beide im Juridikum. Aber wer war besser? Ich. Also sind dann nicht Sie Richter? Na, weil man mit Anwalt mehr Verdienst verdienen kann. Echt? Staatsanwalt ist und einer der besten Jobs in der Republik. Und die Richter, die reparieren dann alles, wenn irgendwas kaputt ist? Ja. Alles, ne? Da gibt es halt dann auch wieder Spezialisierungen, ne? Der eine ist dann mehr Richter für Auto und dann gibt es wieder einen Jugendrichter und Kinderrichter und Scharfrichter, wenn du irgendwie das Gestell verwortagelt ist. Wenn es nur dafür steht, sonst muss man es gleich notschlachten. Ne? Ja, oder auch für Pullover machen. Wenn man Pullover her, also ich habe eine Zusatzausbildung als Scharfrichter und ja, dabei, das ist ja... Das ist heutzutage, so viele Schafe gibt es ja gar nicht mehr. Gibt es nicht mehr, das ist ja das nicht, aber heutzutage sind die Leute so auf Wegschmeißen und ich sage aber oft, Herrn, zeigen Sie mir das Schaf vorher, vielleicht kann ich das noch richten. Einspruch, euer Ehren. Bitte, was haben Sie? Abweichung vom Thema, Themenverfehlung. Nehmen Sie es ein guter Tipp von mir, Herr Kollege, nehmen Sie es einfach nicht so ganz genau, weil wir kommen sonst nicht weiter. Nicht? Den ganzen Paragraphendschungel, was wir haben. Hm? Okay, aber wenn so ein schielendes Schaf sich vorstellen, ne? Das ist schon was Liebes, nicht? Aber das, die Fehlstellung habe ich reparieren können. Wenn man sozusagen, naja, das brauche ich, das wird jetzt wirklich zu weit führen. Nicht? Aber wenn es dem Schaf ordentlich eine Flaschen oben haben, dann nicht gleich, aber wenn sie es öfters machen, dann springt das Auge ein bisschen um, dann springt es in die richtige Richtung wieder. Ne? Und daher kommt auch der berühmte Schafskopf. Ach so, okay. So, naja, also haben Sie eigentlich vielleicht Zeugen? Wer kennt denn das bezeugen, dass Sie das nicht gegessen haben? Na, es war. Aber es ist nicht so, dass die Unschuldsvermutung gilt. Also man muss ja beweisen, dass ich es schon gegessen habe. Umgekehrt, oder? Guter Hinweis, er ist gar nicht so schlecht. Eins vor euer Ehren. Herr Staatsanwalt, was Sie. Vor euer Ehren. Ja. Der Angeklagte hat vergessen, den Paragraphen anzuführen, der Unschuldsvermutung, der die Unschuldsvermutung. Ja, 82,9. Den muss er nicht aufhören, weil ich kenne ihn eh. Ne? Das ist ja Standard. Aber eben. Beweisen Einspruch abgelegt beweisen, oder was? Einspruch abgelegt. Beweisen Sie bitte. Herr Ehren, der andere hat gesagt Arschloch. Was? Einspruch stimmt nicht. Er hat für mich Arschloch gesagt. Also der Angeklagte lügt. Schluss. Das ist, also machen Sie sich unsympathisch, Herr Öse. Ja, wirklich Arschloch. Wenn solche Sachen. Herr Arschloch gesagt, ich hab's gehört. Ja, schauen Sie, ich war eigentlich auf Ihrer Seite. Ja, ich bin eher auf Ihrer Seite. So was eine Theatermäßiges. Einfach, wenn der Angeklagte weiß offensichtlich nicht, dass das, was hier gesprochen ist, nur das ist, was im Protokoll steht. Unschuldsvermutung. Aber wie wollen Sie beweisen, dass der Angeklagte die Schokolade verspeist hat? Ich auch gern wissen. Ich möchte meinen Zeugen A1 aufrufen. Dann müssen Sie aber vorher um Erlaubnis fragen. Ne? Grüß Gott. Ich bitte um Aufrufung meines Zeugen A1. Gut. A1, bitte kommen. Drrr, drrr. Ah, war nur Spaß von mir. Die Telefongeräusche schon wie gemacht. Ich weiß, ja, A1. Grüß Gott. Ja, wollen Sie, Herr Kollege, Ihren Zeugen was fragen? Weil ich habe ja keine Fragen. Ihr Name ist Richard Meyer. Bitte antworten Sie mit Ja. Ja. Wie heißen Sie? Richard Meyer. Richtig. Herr Meyer, ist es richtig, dass Sie am 27.02.2003 in Ihrer Wohnung waren? Ja. Wo befindet sich Ihre Wohnung? Gleich bei der Eingangstür dahinter. Wie lautet die Adresse Ihrer Wohnung? Gaussgasse 2. Gaussgasse 2. Ich möchte anmerken, dass die Adresse des Angeklagten Bernhard Öse lautet Gaussgasse 2. Es ist die gleiche Adresse wie die unseres Zeugen, Richard Meyer. Welche Wohnung? Sie fragen auch. Ich wohne auf einer Wohnung. Richtig. Ja. In welcher Wohnung wohnen Sie? Ich wohne auf Tür 14. Tür 14.
Ich möchte anmerken. Ist das nicht irrsinnig wenig Platz, wenn man nur auf einer Tür wohnt? Naja. Wo schlafen sie denn da? Das ist eine, eine große Tür halt. So eine Flügeltür. Nicht wahr? Also mit der können sie gleich auf Urlaub auch fliegen, ne? Also weil es Flügeltür heißt. Vom Spaß her, ne? Praktisch, ja. Da haben sie mehr Druck auf der Autobahn, ne? Was eine Flügeltür ist. Haben sie mehr Bodenhaftung. Sie machen mal Spaß, Herr Rat. Wissen Sie, ich habe einen ernsten Beruf, aber ich bin von naturell her bin ich eher spaßiger. Schauen Sie, wenn ich den Job nur ernst nehme, komme ich ja nie auf einen Spaß. Ich bin vom Typ her Rebell, von der Typologie her. Und das heißt, für mich steckt Fun im Vordergrund, Fun-Action. Und ja, wenn da das Ganze nur so ganz streng machen, da komme ich nicht auf meine Kosten. Ne? Da ist ein bisschen Spaß dabei. Ne? Also, da muss ich mal naturell durchkommen. Aber bitte, ich will jetzt das Kreuzverhör. Tun Sie bitte die Finger über Kreuz. Oder ist das, Herr Kollege, ist ja, das ein Kreuzverhör? Ja, Kreuzverhör, richtig, richtig. Herr Zeuge, Richard Mayer, Sie wohnen auf Tür 14. Können Sie bezeugen, dass unser Angeklagter Bernhard Öse auf Tür Nummer 13 wohnt? Ja, das kann ich schon. Also ist es richtig, wenn ich sage, Sie und der Angeklagte sind Nachbarn? Naja, nicht ganz, weil er wohnt einen Halbstock unten. Einen Halbstock unter Ihnen, aber ja. Sie sind, die Wohnungen grenzen unmittelbar aneinander. Nein, nicht ganz, also er ist auf der Hofseite und ich habe die Wohnungen raus auf die Straße. Ich verstehe. Herr Zeuge, Richard Mayer, es ist richtig, dass Sie und der Angeklagte sich ein Gang-WC teilen? Ja. Ja. Ist es richtig, dass Sie am 27.02. um 19.41 Uhr am WC waren? Das war, also, so genau weiß ich es nicht. Ich bin öfters am WC. Ja. Aber unsere Recherchen haben ergeben, dass Sie um 7 Uhr... Stopp, Beeinflussung. Ihre Recherchen interessieren hier wirklich niemanden. Herr Zeuge. Ja. Wann, in welchem Zeitraum erinnern Sie sich, dass Sie am 27.02.2003 am WC waren? Ja, auf jeden Fall. Wie Sie am WC waren, haben Sie da bemerkt, dass kurz vor Ihnen auch jemand am WC war und nicht runtergelassen hat? Es war ein Gaxi da drüben in der Muschel. Entschuldigung, das ist, vielleicht kennen Sie, Herr Staatsanwalt, schon langsam... Moment. Auf einen Punkt kommen wird. Das Gericht wird völlig im Dunkeln gelassen, worauf Sie hinaus wollen. Entschuldigen Sie. Ich ersuche Sie noch zwei Fragen stellen zu dürfen. Na dann. Die erste Frage ist, gibt es außer dem Angeklagten Bernhard Öse noch jemanden, der das WC benutzt, das auch Sie benutzen am Gang? Nein. Als Sie zum WC gegangen sind und Gacker vorgefunden haben, das nicht von Ihnen stammte. Ja. Welche Farbe hatte dieses Gacker? Braun. Schokoladebraun? Schokoladebraun, ja. Dankeschön. Was? Kann ich wieder gehen? Na, Momentl. Sie stehen dem Gericht noch zur Verfügung. Herr Kollege, was ist da jetzt... Was sollen Sie das jetzt sagen? Der Angeklagte wird beschuldigt oder steht im Verdacht, Schokolade gegessen zu haben. Er ist der Einzige, der außer dem Zeugen Richard Mayer das Klo in der Gaußgasse benutzt. Mhm. Gemeinsam mit dem Angeklagten benutzt es nur Richard Mayer. Richard Mayer war am Abend des 27.02.2003 am WC und jemand hat vergessen runterzulassen. Nur er und der Angeklagte benutzen dieses WC. Das Gacker, das drinnen gelegen ist, hatte schokoladebraune Farbe. All das deutet darauf hin, dass jemand am WC war, der Schokolade gegessen hat. Ja, und da also nur der Angeklagte Bernhard Öse das Klo sonst benutzt, ist das ein sehr wichtiges Indiz für die Staatsanwaltschaft, dass der Angeklagte schuldig ist. Einspruch, Herr Jan. Ich habe ja ein paar Beweisfotos von AA, die ich gemacht habe, wo ich alles... keine Schokolade gegessen habe vorher. Der Beweis, AA schaut auch braun aus ohne Schokolade. Richtig, also das ist vielleicht ein wichtiges Indiz. Wollen Sie Fotos sehen? Na danke, für die Staatsanwaltschaft. Aber da, schauen Sie mal. Aber das zerfliegt natürlich in der Luft. Das ist
war rhetorisch fein, aber ihn, also hat ihn ja nichts gebracht. Hat nichts gebracht. Kann vor Gericht nicht anerkannt werden. Na, ich hoffe, Sie kommen noch mit Handfesterem, Herr Friedl. Ja. Gibt's irgendwas, haben Sie irgendwelche Beweise dabei vielleicht? Ja, ich möchte noch einen Zeugen aufrufen. Noch einen Zeugen? Ich hoffe, da kommt ein bisschen mehr raus als... Ja. Die Staatsanwaltschaft ruft den Zeugen Emmerich Herbstler. Emmerich, stimmt gar nicht, der Richter ruft den Emmerich Herbstler. Emmerich Herbstler! Hallo! Herr Herbstler! Kommen Sie bitte ein, rein zu uns! Hä? Ja, grüß Gott! Herr Herbstler, ja? Ich bin der Richter. Ja, grüß Gott, schon viel gehört! Guten Tag! Aha. Ich bin der Staatsanwalt, grüß Gott. Grüß Gott, auch schon, ja! Sagen Sie schön, kurz, da. Kurz Ihren Namen und Ihren Beruf. Ah, steht alles da, nicht wahr? Sagen Sie uns bitte... Herbstler heiße ich, nicht wahr? Richtig. Und Herbstler. Ihr Beruf? Beruf ist Hohenschluckspecht. Gut. Das ist jetzt Pech für Sie, weil Hohenschluckspechte als Zeugen nicht in Frage kommen. Also, dann gehe ich wieder. Wiederschauen. 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 So, Herr Friedl, gibt's von Ihrer Seite Beweise? Nein, tut mir leid, das sind jetzt alle meine... Ich plädiere schuldig. Gut. Der Schaden, was kostet die Schokolade? Die Schokolade hat gekostet 1,40 Euro. Gut. Ich bitte, dann machen wir das Ganze so. Ich stelle das Verfahren ein, die Anklage wird abgelehnt. Und Ihr Mandantin, wie heißt die Name? Elfriede Öse. Der Frau Öse wird aus unserer Kaffeekasse 1,40 Euro überwiesen und das Ganze ist aus der Welt. Weil ich möchte gibt's ja, dass man wegen solche Lächerlichkeiten das Gericht bemühen und Zeit. Das Verfahren hat allerdings bis jetzt 14.000 Euro gekostet. Ja, das hätte Ihr Mandantin früher überlegen müssen. Ne? Mhm. Sollte man nicht machen, wenn es nur um einen Schaden von 1,40 geht. Ne? In diesem Sinne, Herr Böse, sind Sie mehr oder weniger ein freier Mann? Ja, dann gehe ich. Allerdings, sozusagen zu einer kleinen sozialen Wiedergutmachung sind Sie herzlich eingeladen. Wann Sie mir am Wochenende, wir haben draußen bei Weidling ein Haus mit Garten, wann Sie mir dort ein bisschen im Garten machen und zusammenrechnen und das ganze Laub verbrennen und so. Ja, mache ich gleich, gut. Ja, also, dann wird das auch, lässt sich wahrscheinlich in einem Wochenende erledigen. Gut, somit sind Sie ein freier Mann auf freiem Fuß. Kann ich den Schlüssel haben, kann ich in den Garten besser rein? Den gebe ich Ihnen später. Nein, das hat jetzt nicht bedeutet, das haben Sie jetzt so wörtlich genommen mit dem freien Fuß. Sie können den Schuh dann wieder ausziehen. Also, gut, ja. Ja. Das sagt man nur so, das ist mehr oder weniger Gerichtsdeutsch. Okay. Also, auf Wiederschauen. Ja, Wiedersehen. 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 Wiederschauen. Wiederschauen. Ja, Herr Kollege, das ist jetzt nicht ganz in Ihrem Sinne gerannt, aber ich habe mich von Anfang an gewundert, wieso wegen der Schadenssumme so ein Damm. Ja, wie können Sie das eigentlich gegenüber einer Mandantin vertreten, solche Honorare zusammenkommen zu lassen? Naja, schauen Sie, die Frau Öse hat eine sie hat den Beschuldigten angezeigt bei der Polizei in Michigan. Und ja, das ist daraus ein internationaler Akt geworden. Und ich bin heute als Staatsanwalt dann in das Verfahren eingeschaltet worden. Mhm. Aber wenn man mit ein bisschen an Haus verstanden hat, hätte man eigentlich früher schon drauf kommen müssen, dass sie das nicht dafür steht. Ne? Und wieso klagt die Mutter eigentlich in Sohn, ist ja auch nicht so typisch wegen Schokolade. Die können sich offensichtlich aufs Blut nicht ausstehen, ach interessanterweise. So. Ach so. Da dürfte ein Streit passiert sein, weil die Frau Öse eben nach Amerika gegangen ist, hat ja dorthin geheiratet. Der Herr Öse ist ja also 21 Jahre alt, studiert und es geht aber nichts weiter und sie schickt ihm immer Taschengeld und er kauft sie immer Sachen drum und Schokolade. Ich glaube, es geht in Wirklichkeit nochmal, also
in Wirklichkeit ist es eine Familienfehde, die hier ausgetragen wird. Nein, den Eindruck habe ich. Und wie geht es mit Ihrer Kanzlei? Ja, es geht eh ganz gut. Es ist halt ein bisschen schwierig. Ja. Man muss halt alles nehmen, was kommt. Man muss alles nehmen. Moment, ne? Ja, die ja. Kausen sind auch nicht mehr so interessant. Ich mache, wenn mir das erzählt hat vor 3 Jahren, dass jemanden vertreten, was in Burm klagt wegen einer Schokolade, hätten sie gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen. Naja gut, das sind ja Dinge, die ich quasi als Staatsanwalt mache, das kann man sich ja nicht aussuchen. Aber in der Kanzlei mache ich ja unter einem anderen Namen mache ich ja ganz normale Anwaltsgeschichten auch. Rechtsvertretung von Privatpersonen und so weiter und so fort. Und was ist Ihr Eindruck im Moment? Ist viel los oder sind die Leute eher... Es ist viel los, die Leute streiten viel. Es wird sehr viel gestritten, es wird viel gestohlen, es wird gekauft. Hat wieder den Vorteil, dass wir bald wieder ein neues Gerichtsgebäude brauchen, noch einen höheren Wolkenkratzer, ja. Noch zentraler vielleicht, wo noch eine höhere Provision fließen richtig. Kann, dass sie irgendwer wieder 1-2 Millionen Euro einnaht als Makler. Ja gut, so ist halt die Welt, ne? Das sind die Sachen. Ich hätte jetzt, können wir jetzt weitermachen im nächsten Fall? Ich hätte noch einen Fall, wobei der Angeklagte nicht anwesend ist, aber wir sollten eine kurze Vorverhandlung in Abwesenheit des Angeklagten machen, wenn Sie noch Zeit haben, Herr Rath. Ja gut, ich habe im Moment... Bitte schön, dann schauen wir uns das einmal an. Gut, es geht um einen Nachbarschaftsstreit. Es hat... Ihr Nachbar oder wer? Nein. Es ist sozusagen der Angeklagte in Abwesenheit, heißt Friedel Hermann. Herr Hermann ist angeklagt, das Auto seines Nachbarn Sven Gartner entwendet zu haben. Es handelt sich um einen roten BMW 325i. Das Auto hat sich bis zum Zeitpunkt des 18.08.2004, also vor gar nicht allzu langer Zeit, um 23 Uhr noch im Garten von Sven Gartner befunden. Also der hat dort einen Abstellplatz und ist ab dem Zeitpunkt nicht mehr gesehen worden, wurde aber einen Tag später in einer anderen Farbe am Nachbargrundstück gesichtet. Und Sven Gartner verdächtigt den Angeklagten Friedel Hermann, das Auto gestohlen zu haben und umlackiert zu haben. Gut, jetzt wie Sie wissen, ist es in der Republik so, dass Verdächtigungen nicht ausreichen, dass bei uns die Unschuldsvermutung richtig, gilt. Richtig, Unschuldsvermutung. Was haben Sie sich gedacht wahrscheinlich, dass die Unschuldsvermutung gilt? Ja, das habe ich gelernt. Ja. Ja, sicher. Das heißt, führt der Herr Gartner irgendwelche Beweise? Oder? Als Beweis sagt er, er hatte bis jetzt keinen Zugang zu dem Auto, aber wird die Polizei verständigen, dass die Motornummer aufschreiben. Ja, und wenn die Motornummer weggefällt ist, kann man auch immer ein Scanfoto machen, wo man die Motornummer, falls sie weggeschliffen ist, trotzdem erkennen kann. Ja, und deshalb müsste er Anzeige erstatten und dann wird genau die Überprüfung vorgenommen. Das hat aber eigentlich noch gar nichts mit einem Gerichtsakt zu tun. Ne? Ich weiß nicht ganz, was da jetzt die Vorverhandlung ist. Ach so, nein, ich wollte es nicht. Das ist noch lange nicht bei Gericht anhängig. Aha. Ne? Aha. Ja, haben wir dann noch was zum Sie tun? Sie wissen, ich bin ja nicht die Exekutive, was nein, sagt, sind na gut, schauen Sie noch. Nein, sind schauen Sie nicht. Schauen Sie das auch. Auf keinen Fall. Nein, ist dann so. Ich war halt gern Polizist geworden. Ach so? Das habe ich nicht gewusst. Nein, das ist ein bisschen mehr Action, glaube ich. Er kommt auch drauf an, wo man ist. Ne? Ja. Nein, aber das habe ich so nicht gewusst. So wie man es halt im Fernsehen sieht, das sind schon... Helden, aber im Tatort. Jetzt sind nicht so die Heldentypen mehr, aber trotzdem, es ist interessant, wenn so spannende Fälle sind. Ja, das glaube ich. Ich tue ja gern mit überlegen und mitraten, aber meine Frau weiß immer ziemlich bald, liegt es richtig. Und wie geht es bei Ihnen? Ist viel zum Tun am Gericht? Ich weiß nicht, ob Sie wissen, neben meiner Anwaltskanzlei und als Staatsanwalt habe ich ja selber ein eigenes Gericht. Nein, habe ich gar nicht gewusst. Haben Sie nicht gewusst, ja. Ich glaube, es ist ganz gut, wenn man in jeder Position ein bisschen arbeitet. Es ist nur blöd, wenn ich jetzt zum Beispiel, es ist einmal vorgekommen, da habe ich einen Fall gehabt, da war ich der,
der Anwalt vom Angeklagten, dort zugleich der Staatsanwalt und der Richter. Das ist dann schwierig, weil man oft das nicht so ganz... Das ist zum Beispiel an den öffentlichen Gerichten gar nicht erlaubt, ne? Aber das wissen Sie ja, ne? Das kann man halt nur, wenn man sich selbstständig macht, in Personalunion machen. Ich bin... Aber deshalb sind auch die Privatgerichte nicht so beliebt. Ich sage Ihnen, in 20 Jahren wird es wahrscheinlich in kaum irgendeinem Land wahrscheinlich kein Gericht mehr geben, das nicht privatisiert ist. Es geht sich einfach nicht aus. Es kann sich sparen, nicht ausgehen. Es ist, aber das sind die Lohnnebenkosten. Sie dürfen eins nicht vergessen, Herr Kollege, ich meine, dann haben wir natürlich wirklich eine Objektivität, ist ja dann wirklich kaum mehr zu denken. Stellen Sie sich vor, der das Gericht kauft oder einer, wo es viel Geld hat, sagt dann zu dem Unternehmer, dem ist Gericht gehört, schauen Sie sich das an. Da hätten wir vielleicht, da könnten so ein schönes Auto fahren, wenn das vielleicht so und so ausgeht. Ne? Also, ja, glauben Sie, das passiert jetzt nicht? Es ist doch immer das Gleiche. Na, gehören Sie auf, was sagen Sie denn da? Ja, woher glauben Sie, habe ich meinen Jaguar? Woher glauben Sie, habe ich meinen Jaguar? Ja, aus der Anwaltsding hätte ich geglaubt. Nein. Ich habe bei mir im Privatgericht, ich habe einen Fall gehabt, das war eigentlich, ich war überrascht, ein relativ junger Mann, der offensichtlich aus einer wohlhabenden Familie kommt, der war angeklagt, seine Großmutter ermordet zu haben, die er beerben sollte, und also die Anklage lautete, er habe einen natürlichen Tod vorgetäuscht, in Wirklichkeit habe er sie erstickt, und wir haben in den Vorbesprechungen, ich habe ihn im Untersuchungsgefängnis besucht, in den Vorbesprechungen habe ich gesagt, ja, wenn ich einen Jaguar will, lässt sich das einrichten, und ob ich ihm nicht im Gegenzug freisprechen kann, und ja, das habe ich gemacht. Ja, und das ist natürlich auch mal. Es ändert ja nichts, die Alte war halt so und so nicht mehr lebendig worden. Eben, das ist das. Man muss halt dann auch selber schauen, wo man bleibt. Richtig, ne? Aber haben Sie keine Angebote? Haben Sie keine Angebote? Ja, für das sind die Fälle eigentlich zu wenig spektakulär. Sie haben immer nur so die Schokoladen. Genau, das ist jetzt seit nur noch 20 Stunden noch, geben Sie mir ja nicht mehr die großen Sachen. Aber Sie waren ja einer von den besseren Richtern. Ja, aber das damals war das noch alles, da haben Sie noch nichts nehmen dürfen, das ist ja nicht unter der Hand gegangen, also zumindest nicht. Das hat man eigentlich vergessen können. Ne? Was vergessen? Naja, das war nicht möglich. Aha. Da ist auch kaum einer gekommen, weil man gewusst hat, das ist überhaupt verbündet. Und ich hätte damals auch jemanden, der mir so ein Angebot gemacht hat, ne, der war halt natürlich in Häfen gegangen. Ne? So streng war das. Ach so, ne, aber. Naja, selbstverständlich. Wie kann Bestechung man das beweisen? Wie kann man das beweisen? Ich als Richter. Aufnehmen, ne? Ich als Richter. Achso, Sie können ja gleich dann sozusagen ja, verurteilen. Ich weiß ja das dann gleich, kann ich mich fragen, wie weiß ich dann, dass das war. Aber ich muss Ihnen sagen, ich sehe es nicht als Bestechung oder jetzt auch nicht als Geschenke. Es war nämlich letztendlich so, dass er gesagt hat, es kann sein, wenn das Urteil so und so ausfällt, dass vor der Tür ein Jaguar steht, wo der Schlüssel steckt und ein Reserveschlüssel im Handschuhfach liegt und die Papiere. Benzinkanister, Reserve. Und Reserve, Baum. Alles dabei, ja. Der niemanden gehört. Ja. Und er kann mir sagen, dass der genau in dem Moment dort steht und ich einsteigen kann. Mhm. Und das, ja, das war also mehr oder weniger Zufall. Schon wichtig. Das war mehr oder weniger Zufall, muss man sagen. Aha. Na, also das ist natürlich schön, wenn es so ergibt, dann war es ja sowieso kein. Na gut, genau. Solche Sachen hat es immer gegeben, ne? Richtig. Also da kann ich mich auch mal erinnern, dass ich, wo ich vorher einen Angeklagten hingeschickt habe, ne? So bin ich ja zu meinem Haus und zu meinem Garten gekommen. Wo haben Sie ihn hingeschickt? Ja, in meinen Garten, wo er am Wochenende das Laub machen soll. Ah, sehr schön. Ne? In Weidling draußen? In Weidling draußen. Das ist eine schöne Gegend. Ja, es ist ruhig. Nette Nachbarn? Schön ruhig, nette Nachbarn. Aber das, das hätte man selber auch nie leisten können. Natürlich, das glaube ich Ihnen. Aus einem Richtersalär. Das glaube ich Ihnen. Aber da hat sich auch sowas ergeben, dass man der eine einen Schlüssel eigentlich in ein Kuvert gegeben hat und gesagt hat, falls Sie mal schön wohnen möchten und ein Foto vom Haus. Und ich habe das dann schon geschnallt, was das. Ja, Sie sind natürlich auch, wo ist da eine Bestechung, falls Sie mal schön wohnen wollen, das ist ja völlig
Das, aber wenn das vor ein Gericht geht, das ist ja, wer will das nicht? Ne? Das, also ja, wenn ich jetzt wohnen, sag, ja, ja, ne? Natürlich und, will ich. Aber die Wohn, wie gesagt, das Haus, der hat gepasst, der Schlüssel dort dann und war halt unbewohnt. Wir mussten uns das zuerst möblieren, aber man allein vom Grund und von der Gebäudewert von der Villa war natürlich ein schöner Zufall. Ja. Ja, oft. Ich sage, manchmal hat das Leben oft dann doch noch was zu bieten, wo man sagt, da spielt das Schicksal einem auch ein schönes Stickel. Ja, ja, das bringt der Beruf so mit sich. Ne? Aber gut. Haben Sie das Studium selber gemacht? Na ja, klar. Ja. Weil Sie das jetzt so fragen, naja, es gibt andere Möglichkeiten. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die zumindest die Dissertation in Auftrag gegeben haben könnten. Aha. Ich habe ja nicht dissertiert. Ja. Ich habe ja nur das Studium gemacht. Nein, früher war es ja nicht notwendig. Nicht? Da haben sie sowieso als Doktor aufgehört. Also waren sie vor der Reform oder? Nein, nachher. Also angefangen vor der Reform. Aber hätte dann noch quasi auch mit der vorreformierten Regelung fertig studieren können, habe aber zu lange gebraucht. Ich habe 15 Jahre studiert. Also war es so schwierig für Sie? Ja, die ganzen Gesetze merken und anwenden, ich finde es nicht so leicht, muss ich sagen. Ja, weil es ist doch alles so kompliziert. Da ändert sich wieder die halbe Gesetzeslage. Das ist ja das Schwierige. Du müsstest viel mehr lernen als eben, einer, der es in 4 Jahren macht. Ich habe dann umsteigen müssen, aber deswegen habe ich einmal mich auf Richter, einmal auf Staatsanwalt und da bin ich nochmal umgestiegen und als habe ich mich dann als Anwalt. Mhm. Aber wie gesagt, man muss das halt so ein bisschen heimlich machen, weil offiziell darf man nicht. Richtig, ne? Das ist halt so, da muss man sich selber weiterhelfen, ne? Ja. Wenn offiziell nichts geht. Natürlich. Die könnten ja größere Gehälter geben und dann war man nicht so zur Eigeninitiative gezwungen. Richtig. Das könnten sie ja machen wie in Amerika. Ne? Aber von dem wollen sie nichts hören. Da hast du wieder überall sparen. Ne? Ja. Also so sage ich, ja, tut sie immer ein bisschen was auf und ergibt sie. Ne? Und tut wieder Hand aufgehalten und da manus labut. Ne? Wie der Lateiner sagt. Labert. Manus labut. Manus labert. Ja, aber Futur wird waschen. Manus labut. Labut? Das ist Futur? Das ist Futur, ja. Das ist ein Futur exakt, um genau zu sein. Labut? Manus laboret. Laborit. Also ja, richtig, ich glaube, das müssen Sie sich nochmal genau anschauen, bitte. Ja gut, das kleine Latinum. Scani Latino ist auch schon relativ lang. Scani Latino mache ich jetzt im Tanzkurs. Hast du gerne ins Latino tanzen? Ich gehe an Lambado. An Lambado? Kurso Lambado. Na geh jetzt auf. Nein, wirklich. Gehen Sie alleine oder gehen Sie mit wem? Nein, also es ist dort, es ist über Freunde, aber es ist wirklich, es sind sehr interessante Damen dort, weil so Frauen, was Lambada tanzen, haben, glaube ich, so tendenziell, sind irgendwie von der feurigeren Sorte. Haben wir einen anderen Sex? Das Tanzen ist halt das ist schon das ein bisschen kribbelige Sorge. Ja. Das ist ein sexy Tanzen. Ja, unbedingt. Wobei das von denen, was das wirklich richtig machen, gar nicht nur so gesehen wird, aber es ist auf uns, auf dem Mitteleuropäer wirkt es ein bisschen, ist schon... Hat Sie selber singen das nicht so? Was? Die Damen selber? Nein. Nicht unbedingt, für die steht mehr als Tanzen im Vordergrund. Nein, und Sie sind eher auf der Suche nach Abenteuer, sagen wir mal so. Abenteuer. Nein, das Abenteuer muss nicht sein, kann sein, aber... Aber Sie sind doch verheiratet, wenn ich mich nicht irre. Nein. Ach, sind Sie gar nicht mehr? Nein. Dorina, vertauschen jetzt mit wem? Ich weiß nicht. Aha. Ja, man denkt, Sie sind verheiratet. Nein. No. Haben Sie nicht so eine Frau? Was für eine? Na ja, so eine Ding. Mit so eine dunkle. Ey, so eine rassige. Nein, das ist nicht meine Frau. Ah, das ist gar nicht meine Frau. Das ist... Ist das die Assistentin? Das ist meine Assistentin. Die Frau Natek. Die Frau Natek? Ja, aber das ist eine Bombe. Ja, die... Gut, aber das ist für mich Tabu.
Ach so? Ja, na, das in der, sozusagen in der Firma. Und das ist wirklich eine gute Kraft. Die schaut nicht nur gut aus, die Arbeit auch so, wie es ausschaut. Ja. Und das will ich mir nicht, ja, das ist will ich mir nicht riskieren. Die Zusammenarbeit nicht aufs Spiel setzen. Genau. Aha. Ja. Haben Sie noch nie was gemacht? Nein. Nicht einmal ein Puzzle oder so? Vielleicht ein Puzzle zum 5-jährigen Jubiläum, aber... Angegriffen haben Sie sich noch nicht? Nein, das mache ich nicht. Aha, wieso nicht? Naja. Ja, weil man das... Weil die, schaut ja verboten gut aus. Ja, aber das sehe ich mit anderen Brühen sozusagen. Aha. Da tue ich so... Das sehe ich nur, das sehe ich nicht als Mann sozusagen. Das sehe ich nicht. Wenn der mit mir in Lambada, im Lambadum-Kurs ist, schaut das wieder anders aus. Da drehe ich einen Kreisel, mache irgendein Schirm, irgendeine so eine Bewegung, irgendeine Beckenbewegung, ja, und versuche natürlich klar, das sofort aufmerksam zu machen. Mhm. Schau, was da Karamba spielt, was da los ist. Das ist das mit dem Becken immer so stark, mit dem Becken. Viel mit Becken, mit, ja, Becken und Wippen, ne? Mhm. Und viele machen halt den Fehler, dass zu wenig in die Knie gehen. Ne? Ja. Aber die Kraft kommt natürlich, mhm, von den Fiers. Naja, eh, verständlich. Das schaut alles viel einfacher aus, als sie ist. Das, mhm, ist anstrengend. Und so einen Abend können sie 3 Kilo wegtanzen. Gehen sie auf. Ja. 3 Kilo? Ja, ja. Na, sie sind also, eh schlank. Ja, aber ich habe schon waren, mit 3 Kilo... Aber sie waren fester. Ich war schon stärker, ja. Und eine Freundin haben sie nicht, eine feste Freundin oder so? Nein, ich stehe mir auf Schlanke. Nein, aber dass Sie mit wem fest beieinander sind? Nein. Noch nie gehabt? Naja, sicherlich. Aber nicht verheiratet aber oder so? Aber jetzt nicht verheiratet, ne? Aha. Aber dass Sie nicht mit der Assistentin? Naja. Also ich sage, da tun Sie nicht, das ist ja fast... Hat Sie wen, die Assistentin? Nein, nein. Sie will ja auch die Beziehung, also die Geschäftsbeziehung nicht riskieren. Nein, aber hat Sie wen anderen? Ist Sie mit wem beieinander? Nein. Na, vielleicht können Sie mir das mal vorstellen. Nein. Wieso nicht? Naja, weil ich das nicht will. Wieso wollen Sie das nicht? Wenn Sie das so, wenn Sie das von der Seite her angeht, da lasse ich nichts kommen über die Planetik. Na gut. Ja, ich werde jetzt langsam aufbrechen. War nett, mit Ihnen zu plaudern. Ja, tut mir leid wegen einem Fall vorher, aber... Ja. Ich glaube, war recht eindeutig. So geht die Welt, ja. So geht die Welt. Auch mit der Kiegel, auch mit der Kugel. Genau. Gute Nacht. Schlafen Sie gut, träumen Sie es. Und saure Gurken.